Aber mach hier keinen Ärger. Hast du mich verstanden? Ich mach hier sowas von Ärger. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nicht bringt, ich weiß nicht. Versuch's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Judy ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Muss gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Naja. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte... Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susi scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch, da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Aha. Das hilft mir zu weiter. Ach, hier das. Megatower? Wie dekadent. Okay. Warte. Was wie? Jetzt lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vee. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Der Baseballschläger schwebt in Luft. Sehr interessant. Man nennt mich Mr. Hands. Deine Jobs in Pacifica, so ist, ruf mich an. Ich bin Vee. Was, kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Warte, wir konnten doch hier irgendwo unser eigenes Auto hinrufen. Da gab's doch irgendwo... Irgendwo konnte man Autos... beirufen. Ich hab's nur gerade vergessen. Da müsste man da zur Autostation hinlaufen, oder... Was war das? Überfall im Gange. Ja. Ist das mein Problem? Ach, ist eh lustiger, sich ein Auto zu suchen. Muss mal halt ein paar Liter. Grün abschießen. Ein Haus hier.
deutsche Limo gerade. Hat scheinbar noch keiner die Polizei gerufen. Wenn wir vorsichtig fahren, klappt das vielleicht diesmal. Ist das Stream noch live? OBS macht Probleme. Ich glaube, es gibt ja auch eine Straßenbahn, die man fahren kann oder so. S-Bahn. Die macht es hier gerade mal. Läuft heute wohl gerade wirklich nicht gut. Stream ist wohl gerade nicht. Ach, hier. Ist doch wohl ein Witz. Da, wo es angefangen hat. Hier oder was? Hab gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten. Lang ist's her. Wakako Okada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Eine Rechnung begleichen. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Installation auf eigene Gefahr. Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Ist das stark? Kata, als du Leben dauert gar nicht mit diesem Teil. Also, bereit. Da hat aber jemand gute Laune. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einer Halbhirntoten auf eine Nuttenjagd in einen Puff mitgeschleift. Also ich hab richtig... Na dann. Okay, pass auf. Wenn du eine Gummipuppe hast, in jedes Loch fängst. Ist das ein Seitensprung? Das ist jetzt nicht hin und vor. Willkommen in Clouds, nicht wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Clouds weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Ah, okay. Da haben wir noch zu wenig Skill und Technik. Verlinken Sie sich bitte. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen.
Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich bin keine Kundin. Umso mehr Grund, eine zu werden. Jeder kommt irgendwann zum ersten Mal ins Clouds. Kein Grund zu zögern. Sie müssen sich nur verlinken. Wir erstellen ein persönliches Profil und danach geht es schon los. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken. Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Das hat sie schon gesagt. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Okay, na, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Oh, verdammt. Das wird lustig. Sky oder Angel? Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Damit sie auf... Wer war nochmal welcher? Damit ich auf Twitch nicht sofort gebannt werde. Ich glaube, der... Ich finde, Angel sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Oder sie was. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. 500, oh Gott. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht so Ihnen Trick. Zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Was habe ich danach? Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Was für mich? Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Danke. Traurig. Fick dich ins Knie, Johnny. Du musst echt eine Perverse sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Oh, weia. Valerie, oder? Ich bin Angel. Dein Engel. Nenn mich wie. Nur wie. Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Keine Sorge, Schätzchen. Wir beide lernen uns gleich richtig gut kennen. Das hoffe ich nicht. Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Ich weiß, dass du stirbst. Woher weißt du, dass ich sterbe?
Weil du es fürchtest, tief in deinem Innern. Und es nicht wahrhaben willst. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Deshalb bist du hier. Sieh dich um. Sag mir, was du siehst. Ich suche eine Frau, die mal hier gearbeitet hat. Evelyn Parker. Kennst du sie? Weißt du, wo sie ist? Du musst dich auf das große Ganze konzentrieren, nicht auf die unbedeutenden Details, wie Evelyn. Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Ich will nur antworten. Aber stellst du auch die richtigen Fragen? Wie willst du verändern, was bereits geschehen ist? Was soll das heißen, bereits geschehen? Ich glaube, ich kann nicht folgen. Was dir passiert ist. Was du tief in dir vergraben hast und niemandem zeigst. Und das wäre... Komm schon. Du weißt es selbst. Bin einmal draufgegangen. Und jetzt sterbe ich wieder. Keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll. Da. Zufrieden? Du wolltest etwas zurücklassen. Ein Stück deiner selbst. So fing alles an. Du wolltest, dass man sich an dich erinnert. Ja, ich wollte ganz nach oben. Jemand sein. Tue ich immer noch. Aber jetzt ist das vielleicht nicht mehr möglich. Trotzdem, wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens in die Geschichte eingehen. Und danach? Glaubst du, der Tod ist ein Verschwindetrick? Nachdem nichts mehr passiert? Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Wir machen das jetzt wirklich. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder auch die nervtötende Stimme eines Fremden in meinem Körper. Du wirst nicht mehr auf der Welt sein, aber immer noch Einfluss auf sie haben. Du glaubst also doch nicht, dass der Tod das Ende ist. Beruhigend. Ich glaube lieber nicht, dass alles einfach verschwindet. Dass ich verschwinde und danach alles einfach weitergeht. Ich frage mich, was ich dann fühle und denke. Ob ich fühle und denke. Kannst du es dir vorstellen? Und? Was passiert als nächstes? Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Okay. Dann schieß los. Du bist noch nie vor etwas weggelaufen. Also fang jetzt nicht damit an. Keine Rückschritte. In dieser Stadt sterben Leute einfach so auf dem Weg zum Eckladen. Aber das hat dich nie zurückgehalten. Du hast damit gelebt. Schon immer. Aber mir geht irgendwie alles zu schnell. Um mich herum. Und ohne mich. Ich komme da nicht mit. Nur eine Täuschung. Unsere Wege sind verflochten. Unendlich. Veränderbar. Nicht statisch. Sondern immer im Werden. Und was gerade in dir passiert, könnte die Welt verändern. Hör zu, wie. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Deswegen bin ich dabei. Wenn du die Welt niederbrennen musst, lass sie brennen. Okay? Danke. Für alles. Ich will da nicht rausgehen. Das will niemand. Aber irgendwann muss es jeder tun. Samurai. Was? Was ist passiert? Du hast die Sitzung unterbrochen. Habe ich etwas falsch gemacht? Warst du nicht zufrieden? Mir geht in letzter Zeit viel durch den Kopf. Das war anders. Was Neues. Ja, so ist es eben hier im Clouds. Ich verstehe, warum die Leute herkommen. Aber ich
Bin wegen was anderem hier. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Beantworte die Frage. Danach kannst du mit deiner Arbeit weitermachen. Ich beantworte gar nichts. Schon gar nicht dir. Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dabei bist du so hübsch. Wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde. Was wohl mit Puppen gemacht wird, die ihr schönes Äußeres verlieren? Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Ich weiß nichts Genaues. Hier stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn und lass mich in Ruhe. Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Ja, von mir. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Danke. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Na dann. Buchen wir uns noch ein, oder was? Nicht schnell. Aber ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Die hab ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wir kommen hier nicht durch. Der Idiot kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Bitte, wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinaus begleiten. Kann ich die Tür irgendwie aufhacken oder so? Aha, okay, wie war das nochmal? BD. BD und BD müssen irgendwie installiert. BD1C. Okay, müssen wir irgendwie verstauen. Und aufs Klo setzen, die Tür zu machen. Mist. Jetzt haben wir Spuren hinterlassen. So. Zutritt zum VIP-Bereich.
Brauchen wir da irgendwie eine Marke oder so? Eine Cappy oder so. Mit aufgehoben haben. Ach, den haben wir wohl jetzt. Was willst du heute? Irgendwas. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Na toll. Vielleicht zum nächsten. Weißt du wirklich, die erinnern sich an? Ich hab dieses Motorrad. Versuch mal, um noch vielleicht zu werden. Ging jetzt nicht lange mit dem Barmann oder so. Ganz ruhig. Entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Wortwahl für jemanden, ich hab keine Waffen der dabei. Sich bis hierher durchgeballert hat. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Komm raus, du feige Sau! Zeig dich! Meine Waffen mich hier. Wow. Du hast es schon wieder vermasselt. Du bist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Echt doof, dass du nicht mit Toten reden kannst. Moment, das machst du doch gerade. Egal, scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Erstmal alle Nahkampf ausschalten. Und dann schon ein bisschen Waffen. Da habe ich eine Waffe. Sehr gut. Er hat sie an den Ripper verkauft? Kaputte Puppe. Der Chip war hinüber. Und plötzlich liegt es in seiner Spezialität. Ein Ripper nach dem Finger seiner finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Gut, nehmen. So, jetzt müssen wir irgendwie hier raus.
Und da ist so klar, dass das nicht friedlich bleibt. Ach, Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal hier. Einiges aus. Ich habe die beste Waffe, die ich habe. So klar, dass wir uns hier wieder rausbannen müssen. Ich kann Kugeln mehr noch was. Dann mal raus. Ich muss meine Waffen zurückgeben, auch wenn ich es lieber nicht. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Ah, meine Waffen. Jetzt sollte ich mal wieder ausrüsten. Welche hatte ich denn ausgerüstet? Siebzehn, dreizehn, wird irgendwas mit 20 oder so. So bei Schaden. Schaden 9. Typisches Sturmgewehr. Nehmen wir erstmal die hier. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Ach, klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Ja, wir müssen jetzt ja mal durchballern. Vielleicht immer auf die friedliche Weise verkacke. Aber wir haben Skillpunkte, die könnten wir mal wieder
und Karte hier ausgeben. Ja, technische Schwierigkeiten brauche ich wohl mal wieder. Ja, plus 15% schnellere Benutzung von Gesundheitsitems im Kampf. Ja, das ist hilfreich. Attributspunkte. Was gerade so gebraucht hätten. Wie, was war das, was wir gebraucht hätten? Irgendwo konnten wir was nicht. Na gut, aber ich werde trotzdem einen Punkt auf Intelligenz, auf technische Schwierigkeit geben. Machen wir hier noch Reflexe und einen Punkt rein. Ja. Was nur los? Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ah ja. Wo ist denn der Blicksack jetzt? Was ist das? Nein, verdammt! Ich will eigentlich nicht wirklich mit ihm reden. Ach, Scheiße! Was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie verrückt du bist. Ich brauchte nur eine ruhige Minute zum Nachdenken. Hab eine zweite Chance gekriegt und die werde ich nicht verstreichen lassen. Was für eine Chance. Das Leben in vollen Zügen zu genießen. Nordlichter zu sehen oder lieber Gazellen auf einer Safari. Um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin zurück und Saka muss weg. Dafür brauche ich dich. Aber wozu? Für uralte Ideale oder persönliche Rache? Das musst du nicht wissen. Du sollst mich nur von A nach B bringen. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Du kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Ich trau dir aber nicht, klar? Warum also deinem Plan vertrauen? Weil du weißt, dass du stirbst, aber doch lieber lebst. Wenn du also endlich fertig mit dem Rumgejammer bist, darf ich es dir vielleicht erklären? Okay. Ja, raus. Also, was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen?
die Erinnerungen gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar. Aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Wenn du noch was zu sagen hast, dann sag's halt endlich. Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Ja. Erstmal sollten wir hier raus. Was gibt's hier zu? Was kaufst du hier? Scheinbar nichts. So. Ich habe schon eine Fick-Schippe von ihnen gesehen und eins kann ich dir sagen, man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist. Je länger du die falschen Grinse anstaust, desto mehr erkennst du das Elend hinter der Fassade. Diese Clubs sind auch eine ganz eigene deprimierend. Übrigens, du weißt schon, dass die Chancen, Evelyn zu finden, ziemlich bei Null stehen, oder? Weil, wie ich dich kenne, zerstört dich das kein bisschen. Egal, lass uns mal bei diesem Fingerstypen vorbeischauen. Aber wenn wir Parker nicht finden, gibst du mehr in uns. Aha. Und er will wohl, dass wir hier bei deiner Quest mitmachen, oder was? Hey, du rufst tatsächlich an. Vielleicht doch etwas um einige der Wohnungen. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Okay, mit der Limo. Zur nächsten Schießerei. Achso, hier geht's lang. Hier ist ja wohl gerade kein Auto auf der Straße. So, und sonst. Ich fühle mich so scheißlebendig! Ich bin gerade jemand angefahren. Ich glaube, es gibt keine üblichen Konsequenzen. Ah, hier ist ein Kampf. Park hier mal. Na, doch kein Kampf. Hm.
Bienenkämpfen muss. Du hast dich gratis gechippt! Scheiße, echt? Standardausstattung, aber das ist Leon, was haben wir denn hier? Was bist du denn? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Kein Interesse. Ich habe was zu erledigen. Deshalb bin ich hier. Also lass mich durch. Fick dich selbst und wir sind beide glücklich und zufrieden. Wieso gleich so gereizt? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Schon gut. Lass sie durch, Flatsch. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier hingehen. Hey, fass sie nicht an! Das wird immer spaßig. Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Ich wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder hat mal genug. Wie? Hey. Ah, hi. Hallo, stell dich gefälligst an. Hey, verdränge es nicht. Pflanz dein Arsch hin und warte, bis du dran bist. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Pass auf, wie du mit mir redest, du Schlampe. Haben die Moxes zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joytoys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Naja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach oder schlag was Besseres vor. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Evelyn bedeutet dir echt viel, ha? Huh? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Aha. Können wir mit einem von ihnen sprechen? Weißt du, wo ich Fingers finde? Der operiert gerade an jemandem. Ist schon Ewigkeiten drin. Müsste bald fertig sein. Ey, mach dir keine Hoffnung. Ich habe schon Stunden hier draußen gewartet. Besonders, wenn er sich gleich nach dem Eingriff bezahlen lässt. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise. Klar, Süße. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal deinen hübschen neuen Mund. Los, komm, gehen wir. Wie sieht's jetzt aus? Komm, jetzt rein, oder was? Irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinem. Ich glaube, wir können. Gehen wir rein? Wirst dich dran gewöhnen. Irgendwann. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox.
Mord. Ja, ich nehme lieber Abstand. Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Das sieht ja sehr seriös aus. Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer was zu bieten. Selbstschutz. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlappert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Ach Gott. Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das einmal eins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Ich will nochmal randalieren. Hab ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder Einzelnen. Gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Nicht mal an so ein exquisites Exemplar wie dich. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Und jetzt such in deinem Gedächtnis nach Antworten. Sonst sorg ich dafür, dass du mein Gesicht nie vergisst. Zwei Biefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Verdient. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Es hat hier wieder sehr gut geklappt. Den Pfuscher mal endlich sein Handwerk legen. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Bringt uns nichts, jetzt durchzudrehen. Zeitverschwendung. Oh, ich dreh nicht durch. Ich find's echt chillig, dass F wohl schon tot ist. Das wissen wir nicht. Und ich suche sie lieber, statt unsere verdammte Zeit mit Streiten zu verschwenden. Unsere einzige Spur ist ein Ex-BD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber Ex-BD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Hast du eine bessere Idee? Hab ich. Eine Domain namens Pleasures of Night City. Gibt einen Ableger davon im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken.
Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Pleasures of NC. Bisschen Dreck wühlen. Das Ding. Also hier. Jetzt nicht so viel. Jig-Jig Street. Ja. Einfach mal einloggen. Weiß nicht, ob du so clever bist. NC. UBD. Das Rätsel. E 9:55. BD1C. So hier. Wie? Hast du Redin? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Und wie genau hilft uns das? Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Wo und wann treffen wir uns?
Japantown. Wenn es dunkel ist, ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Verwaltung das flauschige Tier regelmäßig mit rund 5 Kilo Eukalyptusblätter und Frischwasser täglich von dem kommunalen botanischen Garten. Verstehe hier manches noch gar nicht. Zur Verfügung gestellt. Omega sorgte vor einigen Jahren für großen Medienrummel als Da blicken wir gar nicht voran. Von Sydney gegen die geplante Einschläferung durch die Blue Mountain Seuchenbekämpfung protestierten, die in den letzten lebenden kleinen Teddybären eine nicht zu berechnende Gefahr für die Allgemeinheit sah. Das war's mit den Neuesten aus aller Welt. Wir von NBA-Typen verabschieden uns. Wo willst du denn hin mit deinem süßen Arsch? Schalt mal ab, gönn dir ein bisschen Ganzkörperentspannung. Direkt hier? Eine Bordsteinmassage? Nein, nein, das kostet extra. Ja. Was zu machen wir jetzt? Scheinbar eine schnelle Reise. Okay, wieder zurück, weil wir falsch sind. Also manchmal hier scheint es aber was zu sein. Ja, sag ich doch wieder zurück. Immerhin wieder zurück. Scheinbar hier. Und da haben wir doch schon. Harztreue, man nennt mich Harztreue, aber. Muffin, der Jude. Können wir irgendwas? Aha. Ist was passiert? Go!
Willst du uns abzocken oder was? Da fehlen vier Beute, Mann! Er hat Pablo mir nicht gegeben! Wenn es euch nicht passt, macht das mit ihm aus! Ungefiltert. Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir! Ich komme ein andermal wieder. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Ich könnte die Straße mit deinen Eingeweiden pflastern. Was ist mit dir? Aber ich will erst, was mir zusteht. Oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Versuch's doch! Na los, Junge! Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Na toll. Hast du was Interessantes für mich? 4000. Na toll. Ein Quest-Item. Eine Schallplatte. Ich kaufe ja immer noch mit dazu. War mir ein Vergnügen. Eine teure Quest. Wir kommen bald wieder zu Geld. Alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Okay, wieder dieses Ding. War das nochmal Pause? Wie? Editiermodus ist bereit. Sieh dich in aller Ruhe um. Muss ein Scav sein, sonst zieht sich niemand so an. Tja. Noch was. Electric Corp Logo auf den Overalls. Jetzt schon haben wir noch irgendwas vergessen. Irgendwas übersehen hier. Na, hier. Vor kurzem bestellt. Ein Pizzastück. So, können wir die eben wechseln. Ich glaube, es noch bei der Audio. Ebene was. Gott, ist das heiß. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. Auf den Overalls war ein Logo drauf. Electric Corp. Könnte ein Kostüm sein. Requisite? Ein Fabrikarbeiterfetisch?
Eher unwahrscheinlich, oder? Das würde auch die erhöhten Temperaturen erklären. Vielleicht hast du recht. Gibt es noch was zu sehen? Ist was zu hören? So ein Scheiß habe ich schon gehört. Klingt nach Scavs. Aha. Hier ist noch was zu sehen auf der Ebene. Eine Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Dieses Zünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backeslice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric-Korb-Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Wir haben aber noch was. Nichts Wichtiges wohl. Also ein altes Electric-Korb-Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Level up. Okay, auf geht's. Dann mal los.